Einen wunderschönen guten Mittag. Ich bin heilfroh, aus Hamburg aus dem Regen entkommen zu sein und hier in Berlin können wir ein bisschen netter miteinander draußen stehen. Ich spreche heute im Namen Scientists for Future 26.800 Personen, die sich angeschlossen haben, um eine Sache deutlich zu machen. Wir würden gerne gut regiert werden. Und gut regieren heißt, Transparenz zu schaffen und Wirkung zu garantieren. Transparenz, vor allem, wenn wir uns die aktuellen Diskussionen angehört haben, darüber, was der Status quo uns kostet, bevor wir darüber diskutieren, was Klimaschutzmaßnahmen denn an Aufwand bedeuten dürfen. Deshalb eine ganz klare Angebot und Forderung an eine neue Bundesregierung, erst doch mal bitte Transparenz zu schaffen über die Lenkungswirkungen, dieser berühmte Begriff von wie denn politische Maßnahmen auf die Gesellschaft wirken, welches Verhalten sie leichter machen, welches sie auch blockieren oder schwer machen, Transparenz auf den Tisch zu legen und auch transparent zu machen, mit welchen Messgrößen wir dann versuchen, Fortschritt aufzuschreiben und zu tracken und damit auch kommunizieren zu können und Mut machen zu können. Und eine Botschaft immer und immer wieder, wenn wir jetzt hören, wir wollen das Wirtschaftswachstum vom Umweltverbrauch entkoppeln, ja, gerne sind wir dabei, aber dann brauchen wir auch Kennzahlen, die uns helfen zu sehen, warum das bisher nicht passiert ist. Wir können nicht weiter einfach Blackboxen, blinde Indikatoren benutzen, um dann zu sagen, wir schaffen das schon irgendwie, selbst wenn die Evidenz aus der Wissenschaft zeigt, es hat die letzten 30 Jahre nicht gereicht. Deshalb diese Form von Transparenz kann auch wieder Mut daran gewinnen in der Gesellschaft und von uns allen, dass wir wirkungsorientiert regiert werden. Ich rede ein bisschen schnell, weil ich 3 Minuten habe und das ist nicht so einfach für eine große Transformation. Also, was haben wir jetzt bekommen? Wir haben viele Ziele bekommen und Anpassungen von Zielen, das war gut und wichtig, aber wir brauchen Maßnahmen, die sich für die Zielerreichung eignen. Und wenn wir diese Wirkung garantieren wollen, dann brauchen wir jetzt in der nächsten Legislatur sehr viele, sehr andere Maßnahmen als die, die wir vorher hatten. Und bitte mit einer Transparenz, damit wir wieder Zuversicht in die Gemeinwohlorientierung und in die Zukunftsorientierung der nächsten Regierung bekommen und damit auch wieder voller Stolz und Engagement in der Gesellschaft all das beitragen können, um auf dieses gemeinsame Ziel hinzuwirken. Das klingt so ein bisschen hölzern, Gesetzesfolgen, Abschätzung, sektorübergreifend bitte. Haushaltsplanung könnte man an einer Nachhaltigkeitsstrategie ausrichten, sonst wird es keine Strategie. Dann der Normenkontrollrat, der Bundesrechnungshof und so viele meiner Kolleginnen und Kollegen so viel dazu beigetragen zu sagen, bitte macht euch ehrlich darüber, bitte lasst uns darüber sprechen, wie wir Blockaden aus dem Weg räumen und den Status quo in die Beweislast drücken, weil er steht uns aktuell im Weg. Mein letzter Punkt, völlig außerhalb irgendetwas Wissenschaftlichen. Wir brauchen Mut. Wir haben Mut in unserer Gesellschaft, so viel mehr Mut. Und wir würden uns wünschen, das kann ich aus all den Gesprächen der letzten Monate mitnehmen, dass Entscheidungsträgerinnen da oben denjenigen zuhören, die so viel weiter sind, als die, die vielleicht durch organisierte Interessenorganisationen einen privilegierten Zugang haben. Mit denen sprechen, die wollen. Und dann, das ist mein letzter Satz, können wir uns doch auch oft selber überholen. Wenn wir endlich anfangen, dann entstehen doch viel mehr Dinge, als wir uns heute noch für möglich erträumen. Wir stecken uns an mit neuen Ideen, auch mit neuen Technologien, mit neuen Praktiken, mit neuen Geschäftsmodellen, mit neuen Bildungskonzepten. Und dann geht es alles viel schneller, als wenn wir immer nur in diesem Klein-Klein und diesem, ist aber unbequem, verharren. Es ist nicht bequem, stehen zu bleiben. Es ist viel bequemer, agil, gemeinsam, tanzend diese Zukunft zu machen. Und deshalb sind wir da, wir unterstützen, stellen gerne Evidenz bereit und konsultieren mit all denen von euch, die zeigen, dass es geht. Und ich danke euch dafür.